Hallo meine Lieben, ich bin Ebo und wir reden heute ein bisschen über unsere Männer. Warum kotzen wir uns einfach nicht mal über Männer aus? Genau darum geht es heute. Ich habe nämlich gestern ein Bild mit mir und meinem Partner auf Instagram hochgeladen. Das habt ihr alle so gefeiert, weil das ist einfach das ehrlichste Bild. Und wenn ihr euch das Bild jetzt mal genauer anschaut, dann werdet ihr auch feststellen, was an diesem Bild nicht stimmt. Wer mir auf Instagram natürlich nicht folgt, kann das gerne tun. Einfach auf EboErgöner gehen, dort findet ihr mich. Schaut euch mal ganz genau dieses Bild an. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Es ist schwarz-weiß. Was fällt euch auf? Um Gottes Willen, ich will nicht undankbar oder sonstiges sein. Ich bin froh, dass er in meinem Leben ist. Aber warum sind Männer, beziehungsweise viele, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die ich kennenlernen durfte, warum sind alle so Holz? Holzklotz, Eisberg, warum? Und diese Frage wollte ich ein bisschen auf den Grund gehen. Ich habe mich gestern so köstlich amüsiert, als ich eure ganzen Kommentare gelesen habe. Ehrlich, ich lag im Bett und habe lauthals gelacht. Ich musste schon meinen Mund festhalten, weil ich Angst hatte, dass Hamza dadurch aufwacht. Also eure Kommentare sind so witzig. Wir halten kein Händchen. Er mag das einfach nicht in der Öffentlichkeit. Okay, das habe ich euch ja schon mal erzählt. Okay, das kann ich akzeptieren. Ich hack mich dann immer bei ihm ein und dann sehen wir aus wie so ein 60 Jahre altes Pärchen. Richtig toll. Dann hat er mir bis heute, glaube ich, zweimal gesagt, ich liebe dich. Einmal habe ich ihm das gesagt, hat er gesagt, ich auch. Also nicht ich liebe dich auch, sondern ich auch. Und das andere war, glaube ich, da waren wir noch nicht verheiratet. Da hat er das auch, glaube ich, irgendwann gesagt. Er sagt einfach, oh Schatz, du musst es einfach so akzeptieren. Ich bin einfach nicht der Typ, der das so über die Lippen bringt. Jetzt wollen wir uns mal die Frage stellen, woran liegt das Ganze? Woran liegt das? Warum kann ein Mann nicht romantisch, beziehungsweise warum können einige Männer ihre Gefühle nicht zeigen? Stört es uns? Ich denke, der Ursprung liegt nicht in der Erziehung, sondern vielleicht daran, was die vorgelebt bekommen. Also wenn er das vielleicht von seinen Eltern auch nie gesehen hat, dass die so irgendwie, keine Ahnung, Gucci Pucci, Schnatzi Mausi, Pupsi, wenn die irgendwie auch nicht so miteinander gesprochen haben oder wenn die sich auch keine Zärtlichkeiten gezeigt haben, gehe ich davon aus, dass das sich auf das Kind überträgt. Weil bei mir ist es nämlich genau das Gegenteil. Meine Eltern sind, oh, Kurabiem, oh, bin im Aschgem, oh, hier und da und Gucci Gucci und dann liegen die auf der Couch und umarmen sich und halt so, ne? Okay, die reißen sich auch mal die Köpfe ein. Man sieht einfach, dass da was da ist, dass da Liebe da ist. Aber ich habe das so vorgelebt bekommen. Dann denke ich, dass das das Normalste auf der Welt ist, dass alles andere auch so oder dass jeder andere Mensch auch so ist und auch so Liebe versprüht. Versteht ihr, was ich meine? Wenn man das dann von dem Partner nicht bekommt, kann das sein, dass einige denken, okay, da fehlt was. Oder warum kriegen andere Mädchen das und warum kriege ich das nicht? Also dieses auch so ein bisschen Aufmerksamkeit, dieses Hallo, ich bin da, ich möchte gesehen werden, ich möchte auch Rosen kriegen und ich möchte auch, dass du mir eine Schachtel Pralinen schenkst oder halt diese kleinen Gesten. So, erwarten wir Frauen zu viel? Das ist auch wieder die Frage. Das Problem ist, dass wir das, glaube ich, ein bisschen auch anders vorgelebt kriegen in der Social Media. Guckt euch die ganzen Instagram-Bilder an, guckt euch die ganzen Serien an, guckt euch Filme an. Es gab letztens eine Situation mit Sela, da saß ich auf der Couch und wir haben uns unsere Dizzy angeguckt, unsere Serie Istanbul Gelin. Der Mann hat seiner Frau, ich glaube, eine Überraschung gemacht und die sind übers Wochenende weggefahren und dann gab es halt Kuscheleinheiten und hier und da und die haben alle gelacht und lagen dann vorm Kamin und haben sich das Kaminfeuer betrachtet und gekuschelt und oh, I love you und bla bla bla. Und ich und Sela gucken uns so an und denken so, haben angefangen zu lachen und dann haben wir unsere Männer angeguckt und haben nur gesagt, ey, nehmt euch mal ein Beispiel an denen. Guckt doch mal, wie schön romantisch das ist und wie die halt ihre Liebe zeigen und so. Da war ich war innerlich so ein bisschen eifersüchtig. Kennt ihr das? Also nicht eifersüchtig, sondern neidisch? Oder ist das dasselbe? Ich war so ein bisschen so, oh, ich hätte dich jetzt auch gerne. Oder manchmal, wenn ich unterwegs bin und draußen so Pärchen sehe, die sich dann so, oh, und dann so, keine Ahnung, dann denke ich so, hä? Warum habe ich das nicht? Dann ist man so ein bisschen so. Es zählen natürlich auch andere Werte, ne? Ich meine, er ist der beste Vater für Hamza, er tut alles für mich, aber halt dieses eine, diese
Gesten, die fehlen meinen. Jetzt kommt ja die Frage, erwarten wir zu viel? Mache ich das dann selber auch? Also ich muss sagen, früher hatte ich ihm immer so sehr viele kleine Gesten gemacht und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, da kommt gar nichts zurück, dann lasse ich das jetzt auch. Und ich hätte euch ja auch in einem Video mal gesagt, der hat unseren Hochzeitstag vergessen. Er hat den Tag natürlich nicht vergessen. Ich habe das nur vergessen, am Ende mit ihm ins Video zu schneiden. Er hat den nicht vergessen. Ich habe es auch auf Instagram geschrieben. Er hat mir einen Liebesbrief geschrieben. Die Art und Weise, wie er mir den gegeben hat, das hättet ihr sehen müssen. Das war so. Ich war so, was ist das denn? Ich sitze da so und dann kommt er und schmeißt mir so den Brief auf den Schoß und geht, rennt wieder raus. So, ne? Hauptsache, ich lese ihn auch nicht vor ihm oder so. Und Hauptsache, er ist so bissig. Und auch wenn er mir Blumen mitbringt oder so, meinst du, er gibt mir die so? Nee, er gibt mir die nicht so. Er legt die irgendwo hin und rennt wieder raus. Ah, das ist eigentlich so süß, aber. Und dann gibt es halt diese unromantischen Männer, wo ich dann sage, ey, schlimmer geht's eigentlich gar nicht. Und davon habe ich jetzt hier einige auf Instagram. Mein Mann hat mir und seiner Mutter zum Valentinstag eine hässliche Muschelkette gekauft. Exakt dieselbe. Auf die Frage, wieso wir beide dieselbe bekommen haben, antwortete er: Bei einer müsste ich Versand zahlen, bei zwei Ketten konnte ich den Versand sparen und dachte mir, okay, wieso nicht? Ich weiß nicht, ob Männer immer so, die denken, glaube ich, immer praktisch und wir denken einfach viel zu ins Detail rein. Wir sind in allen Sachen so gefühlvoll. Und das habe ich auch manchmal dieses Problem auf YouTube. Ich bin mit meinem ganzen Herzen bei dieser YouTube-Geschichte und deswegen nehme ich halt manche Sachen immer so persönlich, obwohl ich einfach den Durchzug schalten müsste. Aber wir Frauen sind halt viel gefühlvoller in manchen Dingen. Das müssen wir nur mal akzeptieren. Eine schreibt, meiner bringt mir Blumen, voll süß. Und dann haut er den Spruch raus, ey, für den Scheiß habe ich 3 € bezahlt, aber ist von Lidl Blumengeschäft, ist noch teuer, voll die Abzocke. Hallo? 3 € für eine Frau, die den ganzen Tag super drauf ist, weil sie Blumen gekriegt hat. Ich finde das immer. Ich finde auch so kleine Komplimente so. Die haben es auch schon in sich. Wenn mein Mann zu mir sagt, oh, du bist aber heute schön geschminkt. Schön dezent geschminkt, by the way. Er hasst es, wenn ich so richtig so. Heute geht's ja noch. Er hasst es, wenn ich so das Full-Face-Diva-Drama-Make-up drauf habe. Dann sagt er so, du siehst aus wie ein Clown, ne? Aber wenn er dann mal zu mir sagt, so, oh, Schatzi. Du hast heute echt ein schönes Make-up drauf. Dann freut mich das so. Dann bin ich den ganzen Tag so, oh, er hat mir ein Kompliment gemacht. I love it. Und so diese kleinen Sachen. Oder, oh, deine Hose sieht aber toll aus. Oder deine Wimpern sind heute schön gebogen. Oder deine Haare sehen heute schön aus. Oder keine Ahnung. Oder das Frühstück, was du heute vorbereitet hast, war echt super lecker. Oder keine Ahnung. Irgendwas, was so dieses Loben. Das ist immer so, wir Frauen brauchen das. Wir brauchen diese Anerkennung. Wir brauchen Lob. Wir brauchen Streicheleinheiten. Wir brauchen das alles. Und ja, wenn man das so sagt, es muss nicht immer was Gekauftes sein. Es kann halt einfach auch nur ein Spruch sein. Oder ich hatte ihm mal früher auf dem Spiegel ein Herzchen gemalt. Das hat schon gereicht. Das ist so einfach dieses, ich denke an dich und du bist süß und I love you. So. Und hier hat eine geschrieben: Mein Mann hat mir den romantischsten Heiratsantrag gemacht. Nicht. Er sagt einfach nur so: So, jetzt wo du schwanger bist, wird geheiratet. Und das ist nun schon 10 Jahre her, aber ich kann mir keinen besseren Mann an seiner Seite wünschen. Nach diesem Ganzen, was ich euch jetzt erzählt habe, wollt ihr wahrscheinlich auch gar nicht wissen, wie unser Hochzeitsantrag war. Das. Oh nee. Eigentlich gab es gar keinen. Es ist genau dasselbe. Also, ich habe mir so gewünscht, so, oh, wir sitzen jetzt im Kino und dann kommt so eine Leinwand, so, ey, marry me, ne? Oder keine Ahnung, auf dem Bosporus im Wasser, so Heiratsantrag mit ganz vielen Rosen und nee, drin. Wie war das dann bei uns? Ich glaube, das erzähle ich euch einfach mal im nächsten Video. Wenn ihr es wissen wollt, schreibt natürlich Heiratsantrag. Und ich würde natürlich auch gerne jetzt interessieren, wie euer Heiratsantrag war, ob ihr auch so einen unromantischen hattet wie ich. Oh, Gott sei Dank hat mein Mann kein Instagram, wenn er das wüsste. Bei der Geburt stand er nur hinter mir. Kein Streicheln, kein Pressenschatz, nix, kein Du schaffst das, nix. Der dachte, es hat noch nicht begonnen, als er das Baby gesehen hat. Wow, also ich glaube, das ist auch schon echt heftig, wenn, ich weiß nicht, wenn ein Mann einfach nur so, sind die dann hypnotisiert oder was passiert denn da so? Einer hat hier was ganz Süßes geschrieben, das ist auch wirklich süß. Unser Drucker ist über WLAN verbunden. Er war in der Schlafstube, plötzlich fing der Drucker an zu arbeiten und heraus kam ein Blatt Papier, wo drauf stand, ich liebe dich. Oh. Nee. Sind dir die Kontonierbüros das schon? Kimin Lemme. Kimin Lemme YouTube Leierbüro. Ja. Sind die Spackmord dann ja.
Eine hat zu ihrem Geburtstag mal einen Staubsauger bekommen. Okay, den hat sie da auch letztens gekriegt, aber an Romantik grenzt das ja nicht gerade, ne? Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie eure Männer so drauf sind, wie ihr das findet, wie ihr das empfindet, ob ihr einen Eisberg zu Hause habt, was das Romantischste war, was euer Mann gemacht hat. Also, was ich letztens von meinem Mann schon sehr süß fand, ich habe ihm eine Uhr gekauft, das habe ich ja auch in der Story gepostet, und habe ihm geschrieben auf WhatsApp: Schatz, ich habe dir ein Geschenk gekauft. Und daraufhin habe ich geschrieben: Möchtest du es sehen? Dann hat er geschrieben: Das schönste Geschenk, was du mir bis jetzt gemacht hast, war unser Sohn. Oh, das fand ich auch. Also, du hast mir bereits schon das schönste Geschenk, hat er geschrieben. Was willst du denn noch? Brauchst mir nichts kaufen, so einen auf. Du hast mir schon das Beste ge geschenkt. Oh. Also, mir hat es eine Menge Spaß gemacht, dass wir uns auch mal ein bisschen über unsere Männer austauschen. Also, meiner ist definitiv ein Antiromantiker. Falls ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr hier einmal. Ich weiß, es ist türkisch, aber es hat deutsche Untertitel, wenn ihr einmal hier reinklickt. Und ansonsten, natürlich dürft ihr mich auch abonnieren, wünsche ich euch einen schönen romantischen Tag. Bis dann, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.